Hallo und herzlich willkommen zu Bernecker TV. Heute nach kurzer Urlaubspause geht es um einen kleinen Rückblick auf unsere DAX 40 Wetten. Hier hatte ich ja insgesamt Anfang Mai und Anfang Juli 5 Optionsscheine auf die potenziellen Neuaufsteiger für den DAX ins Rennen geschickt. Am Freitag kommt ja die Entscheidung der deutschen Börse, wer denn den DAX von 30 auf 40 Mitglieder nun erweitern wird. Man kann aufgrund der aktuellen Ranglisten davon ausgehen, dass alle 5 Basiswerte, die wir über Optionsscheine jetzt gespielt haben, in den DAX aufsteigen werden. Also konkret sind das Siemens Healthineers, Airbus, Symrise, Zalando und Brenntag, auf die wir entsprechende Produkte empfohlen haben. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass alle 5 in den DAX nachrücken werden. Es sind einige weitere Kandidaten natürlich in der Pipeline, zum Beispiel HelloFresh, die ich allerdings etwas kritisch sehe, weil die 2019 noch operativ im roten Bereich waren. Dann Porsche, Sartorius, Puma, Beiersdorf beispielsweise sind ebenfalls potenzielle Aufrücker für den DAX. Heute geht es aber, wie gesagt, nur um den Rückblick auf unsere Optionsscheine und die Bilanz kann sich sehr gut sehen lassen. Also wir haben einen Ausreißer nach oben, das ist Siemens Healthineers mit aktuell 755% plus beim Optionsschein. Ich hatte ja in der Sendung vom 6. Juli schon empfohlen, hier in dem Bereich die Hälfte mindestens der Gewinne zu realisieren. Damit würde ich jetzt hier auch diesen Trade beenden. Die Aktie ist mittlerweile ist sehr gut gelaufen, ganz klar, ist mittlerweile aber sehr teuer geworden, auch unter dem Aspekt, dass man jetzt zuletzt mit der Übernahme von Marion Systems zwar neue Erlösquellen erschließt und so weiter, aber hier würde ich nun empfehlen, letzten Endes die Gewinne zu realisieren. Das ist, wenn man komplett dabei war, wie gesagt, 755%, die man einfach eintüten sollte. Die zweite ist Airbus mit aktuell plus 45%. Das ist in Ordnung, aber letzten Endes gehe ich davon aus, dass wir hier noch nicht nach oben ausgereizt sind. Man sollte den Stopp etwas nachziehen, auf alle Fälle deutlich über den Einstandskurs. Ich würde mal sagen, so knapp Richtung 1 Euro beim Optionsschein, um hier letzten Endes auch die Position abzusichern. Ich gehe, wie gesagt, aber davon aus, dass wir hier das Hoch noch nicht gesehen haben. Man sieht es ganz eindeutig, dass die in der Luftfahrt die Erholung natürlich langsam voranschreitet, aber auch gerade bei den großen Kunden so ein Trend zu beobachten ist, dass man eigentlich langsam von Boeing etwas abkehrt und natürlich Airbus deutlich mehr Aufträge zukommen lässt. Bei Delta Airlines hat die Citibank zuletzt oder Citigroup zuletzt in der Studie gemutmaßt, dass hier die Airline komplett auf Airbus umschwingen könnte. Das wäre natürlich auch so ein kleines Signal für die Branche. Ich glaube nicht hundertprozentig dran, dass man sich komplett auf einen Anbieter versteift, aber letzten Endes würde das für Airbus nochmal zusätzlich so roundabout 40 Milliarden zusätzliche Umsätze bedeuten, wenn Delta beispielsweise komplett die Flotte modernisieren und auf Airbus umrüsten würde, um letzten Endes Richtung, was die Kapazitäten betrifft, Richtung 2019 zu kommen. Das wäre für Airbus natürlich ein riesen Ding und könnte die Aktie natürlich auch Richtung 140 und darüber hinaus, 140 Euro und darüber hinaus bringen. Und was unseren Optionsschein betrifft, würde ich hier absolut raten, hier dabei zu bleiben. Ja, der dritte im Bunde wäre Symrise, Duftstoffhersteller. Zuletzt eigentlich ganz gute Zahlen gebracht. Halbjahreszahlen waren in Ordnung. Technisch vielleicht etwas angeschlagen. Hier würde ich mal sagen, sollte man die Gewinne langsam realisieren. Besteht keine Eile. Aber hier kann man auf alle Fälle entweder den Stopp sehr eng nachziehen, also auch in dem Fall Richtung 1 Euro bis 1,05 Euro und laufen lassen oder wie gesagt einfach die Gewinne realisieren. Hier sollte man nicht unbedingt länger dabei bleiben. Ja, die dritte oder vierte vielmehr im Bunde, die ersten drei waren in der ersten Sendung von Anfang Mai, die zweiten Zalando und Brenntag waren aus der Sendung vom 6. Juli, das sind etwas jüngere Empfehlungen. Zalando in dem Fall ist die Minusposition mit 35%, die ist vom alten Hoch abgeprallt nach unten. Ich gehe aber davon aus, dass das Thema Online-Shopping uns weiterhin beschäftigen wird, auch über
mögliches Ende von Lockdowns und so weiter hinaus, gehe ich davon aus, dass Zalando weiterhin einer der Top-Player in Europa zumindest bleiben wird, was den Online-Modehandel betrifft. Daher würde ich sogar auf dem aktuellen Niveau sagen, man könnte bei aktuell 1,02 oder beziehungsweise -35% im Vergleich zur Erstempfehlung nochmal nachkaufen. Einen Teil der Gewinne vielleicht von den Verkäufen hier noch investieren. Ich denke, dass die Aktie wieder neue Hochs sehen wird. Letzte ist natürlich die Brenntag, die aktuell mit +55% ebenfalls deutlich im Plus ist, innerhalb von wenigen Wochen letzten Endes auch. Hier gab es zuletzt eher durchwachsene Halbjahreszahlen, aber einen relativ starken Ausblick. Der Kurs oder beziehungsweise die Kursentwicklung, der Chart spricht eigentlich Bände. Die Aktie läuft wie an der Schnur gezogen nach oben, ist ganz klar ein Konjunkturprofiteur und hier kann man den Wert oder sollte man den Wert weiter laufen lassen. Ich würde hier für einen Stopp im Bereich von 80 Cent plädieren, wo man diesen Optionsschein jetzt nach unten absichern kann. Und ansonsten sollte man die Position laufen lassen. Insgesamt ist dieses 5 Werte umfassende Optionsscheindepot eigentlich ganz gut gelaufen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in Zukunft auch hier an dieser Stelle den einen oder anderen Optionsschein wieder empfehlen werden, um hier etwas PEP in die Empfehlungsthematik zu bringen und auch für eher kurzfristige Spekulanten hier etwas zu bieten. Das war es von meiner Seite für den Moment. Ich wünsche Ihnen einen schönen Handelstag und bis zum nächsten Mal.